Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu ARA History Untold. Wir erzählen die Geschichte von Simón Bolívar und von seinem Volk. Wir haben im Westen lange Erforschungstouren mit unserem Speer durchgeführt Richtung... Wir wissen es nicht, wir finden es raus und setzen das Ganze natürlich fort. Unsere Hauptstadt Caracas ist am Wachsen. In der letzten Runde haben wir hier einen Wolf erlegt. Wir haben Nahrung gefunden und wir haben Steinwerkzeuge gefertigt. Da steigen wir jetzt ein. Mit Steinwerkzeugen können wir Fabriken verbessern. Und das machen wir hier erstmal in der Werkstatt. Geben wir eins rein. Die Produktion sollte dann, ich zeige es einmal, von 14 auf 17 steigen. Sehr gut. Mehr Produktion hilft. Leider sind uns die Festmäler ausgegangen. Das ist schade. Der Wachstumsboost ist weg. Aber ich bin mir sicher, wir können das wieder vorbereiten. Dazu haben wir ja unseren kleinen Speerkämpfer, der hier versucht, ein wenig tierische Nahrungsmittel zu erhaschen. Und ja, hier gehen wir mal Richtung Hyänenjagd. Damit ist der Zug schon wieder vorbereitet. Wir werden gleich die Tierzucht entwickeln. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Zug. Da ist sie, die Tierzucht. Super, wir können den Flug entwickeln. Wir haben Pökelfleisch und noch so viel mehr. Caracas ist eine Stufe gewachsen. Das freut uns. Damit können wir hier aufs Meer hinausfahren. Auch das steht bei mir relativ weit oben. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Forschung ist jetzt für mich die Gärung. Denn Wein ist hier ansässig. Und da wollen wir natürlich hin. Wein, Weib und Gesang. Gesang gibt's beim nächsten Mal. Aber hoffentlich nicht von mir. Ihr hättet keinen Spaß dran. So, unser Speer kommt hier in unwegsames Gelände. Da ist Ende im Gelände. Was sind hier noch? Schalentiere. Dann würde ich sagen, unser Speer hat jetzt den langen Rückweg bis hierhin vor sich. Hier brauchen wir wohl andere Einheiten, die das erkunden. Unpassierbar, geht nicht weiter. Leider, leider. Dann, wir gehen mal hierhin zurück. Dort werden wir auch regenerieren. Hier sind wir auf der Jagd und können einen weiteren Anspruch erzeugen. Ich sagte ja bereits, meine Reise sehe ich hier vor allen Dingen Richtung Wald und Richtung See. Ich denke, also bin ich. Aber was bin ich? Ich glaube, ich bin ein Fischermann. Denn Fischen ist was, das immer geht. So, wir bauen hier den Weizen ab. Du gehst hier nach drüben. Nächster Zug. 5 Technologien bis zur nächsten Ära. Da freuen wir uns drauf. Wir sind frühgeschichtlich unterwegs. Wir haben ein Lager entdeckt. Das ist ja großartig. Jetzt sind wir aber erst auf Hyänenjagd. Die Stadt ist untätig. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Schade drum, aber macht nichts. Wir müssten das Sägewerk irgendwann errichten, Holzertrag und sonst noch was. Aber wir haben jetzt andere Dinge, die ich zuerst möchte. Wir haben jetzt eben hier den Bauernhof hochgefahren. Der liefert uns entsprechende Vorräte. Pflüge haben wir nicht, Dünger haben wir nicht. Brennstoffe und Traktoren sind noch weit weg. Das heißt, wir sollten hier vielleicht mal einen Pflug fertigen. Ein Seil brauchen wir nicht, aber einen Pflug hätte ich gerne. Um einen Pflug zu bauen, es wäre sehr gut, wenn wir ein Pferd hätten. Ja, Pferd wäre gut. Ein Pflug reicht mir erstmal. Pferd ist leider aus. 30 Runden, das ist ja lang. Können wir das mit Vermögen beschleunigen? Ja. Wir geben unser Geld aus. Hätte gern einen Pflug. Danach gehen wir hier wieder
in die Steinwerkzeuge. Jetzt der nächste Ausbau. Fischernetze. Wenn es schon da ist, ziehen wir das Ganze vor. Wir fischen. Und gehen zurück zur Karte. Hier sind wir auf der Jagd. Nächster Zug. Sehr gut. Raubtiere beseitigt. Es gab Beute. Pelz, Leder, Nahrung. Der Jäger wurde verwundet. Aber noch geht's ihm halbwegs gut. Wir gehen hier das... Kannst du das Lager plündern? Ich glaube nicht, ne? Speerkämpfer konnten das nicht. Da brauchen wir dann doch ein anderes Kaliber. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja hier noch den Wald zu klären. Das heißt, du gehst hier erstmal Richtung Hauptstadt, regenerierst dann dort und dann sehen wir weiter. Hier haben wir eine Einheit untätig, bevor du auf Löwenjagd gehst. Die machen 50 Schaden, wenn es 35 Schaden, Entschuldigung. 50 wäre ja noch schöner. Du wartest, bis du geheilt bist. Und wir freuen uns, dass hier alles so fröhlich weitergeht. Unser Flug ist fertig und ab sofort haben wir unsere ersten Ereignisse. Eine Veranstaltung, die Waldfestung. Ein höchst aufgeregter Junge, der nicht älter als 16 Jahre ist, betritt unseren Hof. Er erzählt, dass er und seine Freunde auf Bäume kletterten und dass von einer riesigen Eiche einen erhöhten, unnatürlichen, runden Hügel und Rauch entdeckte, das von einem entfernten Lagerfeuer aufstieg. Er bittet um Unterstützung, um die Entdeckung sicher zu erkunden. So, wir dürfen jetzt ein wenig überlegen, möchten wir das unterstützen, schicken wir einen Speer, geben wir dem Jungen Waffen mit? Ich weiß es nicht. Ich denke aber, wir schicken einen Speer, wir verzichten auf die Zufriedenheit. Und das passt dann schon. 5 Schmuck, 5 Keramiktöpfe kann man immer brauchen, holen wir uns. Sehr, sehr fein. Jetzt ist die Frage, wo war die Festung? Und ja. Ja, hier war das bei Zielen. Wir sehen's. Wir haben einen Flug, den wollen wir jetzt auch in unserem Hof hier einsetzen. Vielleicht sollten wir einen zweiten Flug bauen, da war was. Wir haben 2 Höfe. Ihr seht den Unterschied. 72 auf 81. Das nehmen wir mit. Der Flug war teuer, das gebe ich zu. Aber gut, Lebensqualität ist jetzt ein bisschen gesunken. Müssen wir mal gucken. Ein zweiter Flug wäre immer noch gut. Wir setzen hier immer noch Geld ein, weil wir haben kein Vieh, wir haben kein Pferd. Müssen wir halt Pferde stehlen. Ansonsten Fischernetz bauen wir. Zurück zur Karte. Weiter geht die Reise. Bär hat 10 Gesundheit geheilt. Das ist ja allerliebst. Da brauchen wir ja nur ewig, bis wir fertig sind. Aber gut. Damit schon wieder ein Zug zu Ende. Und am Ende der Runde gibt man sich die Hände. Wir haben die Gärung. Jetzt gibt's hier Alkohol. Großartig, möchte ich mal sagen. So, erforsche eine weitere Technologie, um dann endlich den Ära-Katalysator zu erhalten. Bogenschießen sind wir dabei. Bogenschießen auf jeden Fall. Unser junger Mann hier ist untätig. Er möge eine Runde warten, dass er regeneriert, bevor wir hier auf Bärenjagd gehen. Und dann war das eine kurze Runde, würde ich sagen, oder? Was haben wir noch? Ja, haben wir. Gesundheitspunkte haben wir auch. So. Wir sehen's. Es ist wieder viel passiert. Eine weitere Veranstaltung. Ein Vermächtnis des Wissens. Wir schauen. Jedes Leben wird durch sein Vermächtnis fortgeschrieben. Ein Militärkommandeur von beispiellosem Geschick und Mut wusste darum und bat um die Ehrung seines Lebens durch den Bau einer Bibliothek, mit der sich keine andere messen kann. Die Celsus-Bibliothek. Das klingt ja eher nach
Tiberius Iulius Caesar Polymenanus. Okay, da wollen wir doch mal. Wir haben ein großes Ziel für viel Prestige. Wo ist es? Also ja. Wir ehren das Vermächtnis. Hier ist es. Hoppala. Wir haben 150 Siegpunkte für wer als erstes die große Bibliothek von Celsus baut. Die Nationenrangliste ist da. Und wir sehen, so schlecht stehen wir gar nicht. Und da sind wir triumphierend. Und unser Ziel ist natürlich, jetzt hier auf Bärenjagd zu gehen. Und die Bibliothek und natürlich die Küstenfischerei. Bär hat 10 Gesundheitspunkte regeneriert. Sehr gut. Das können wir jetzt erstmal abbrechen mit 80 HP. 35 sind maximal 70. Wir gehen den Löwen jagen. Da sind wir auch dabei. Bär hat regeneriert. Der Speerkämpfer hat regeneriert. Der Speerkämpfer geht jetzt hier auf Bärenjagd. Flug ist gefertigt. Und wir gehen wieder Werkzeuge bauen. Wobei, wir könnten uns überlegen, ob wir nicht hier... Ach, wir haben Schmuck. Wie cool ist das denn? Wir können ja unseren Wohlstand, unsere Lebensqualität ein bisschen heben. Wir können den Schmuck verbrauchen. Und fürs Festmahl, wir haben einen Sirup, den können wir dazugeben. Da sind wir schon mal schneller. Und natürlich unser Getreide. Festmahl können wir produzieren. Hier brauchen wir gute Werkzeuge, Kerzen und dergleichen. Da ist nichts. Aber der zweite Hof hat einen Pflug. Auch den wollen wir natürlich einsetzen. Wert erhöhen. Und die Werkstatt ist am Arbeiten. So. Was brauchen wir als nächstes in der Werkstatt? Wir sehen hier, wir stoßen an die Grenzen des Wachstums. Das nächste, was hier kommt, sind auch die Fischernetze. Entsprechend würde ich die Werkstatt anweisen. Das hier ist Wohnhaus. Die Werkstatt anweisen, mal ein Seil zu produzieren. Haben wir dafür Sachen? Wolle, Baumwolle haben wir nicht. Dann möchte ich nur ein Seil haben. Ab dafür. Ansonsten sind wir da auf Jagd und weiter. So, Annehmlichkeit aktiviert, Schmuck. Sehr gut. Der Bonus läuft. Wir sind hier auf Jagd. Eine Runde bis zum Fisch. Du jagst hier jetzt den Löwen. Alles im grünen Bereich. Oh, der Löwe hat zugeschlagen. Der Löwe ist los. Wir haben noch 45 HP. Der macht 35 Schaden. Ja. Wir gucken mal das Jagdergebnis. 35 Gesundheit. Schwarzbär 25 Gesundheit. Da müsste noch eine Runde drin sein. Dann muss er regenerieren. Und die Stadt ist untätig. Tatsache, wir haben die Fischernetze auf der Beringsee ausgelegt. So. Das heißt, die Stadt darf weiter produzieren. Und offensichtlich steht der Kornspeicher noch zur Disposition. Den haben wir ja extra erforscht. Stellen wir hier hin. Moment, habe ich das richtig gemacht? 50% der Nahrungswert von jedem Hof in dieser Region. Nein, das ist falsch. Der soll da nicht hin. Der soll dann dahin. Zack, die Wacht. Und das ist gut soweit. Wir bauen weiter. Wir haben das Bogenschießen gelernt. Die Keilformation. Und jetzt wird es hier auch Richtung Bronzebearbeitung gehen. Ja, dadurch geben wir die anderen Technologien auf. Aber das macht nichts. Da kommen wir nochmal hin.
Du hast den Löwen gejagt. Der Löwe ist los. Der Löwe ist weg. Und das heißt, du hast Gesundheit verloren. Und wir schicken dich zurück nach Hause. Da regenerierst du. 35 Gesundheit verloren. Du hast bei der Schwarzbärjagd auch Gesundheit verloren. Ihr habt Pelz, Leder und Festmahl beide mitgebracht. Das ist gut. Pelze, Nahrung und Festmahl. Bei dir ist jetzt die Frage, gehst du auf Puma-Jagd? Der Puma... Stopp, bevor du das machst. Der Puma... 35 Gesundheitspunkte. Er hat nur 50. Okay, das heißt, wir gehen hier einmal zurück. Wir gehen nach Caracas und sagen, wir haben zwei Festmale. Wir pushen hier das Wachstum. Auf jeden Fall. Und damit können wir den Zug beenden. Das Festmal tickert nach oben. Und du kannst hier einmal heilen. Bevor du auf Puma-Jagd gehst. Was haben wir hier? Meteoriten. Uiuiui. Auch schick. Aber wir wollen beim nächsten Mal ja in den Wald expandieren. Ansonsten, der Speerkämpfer wartet. Er kehrt zurück. Das ist ja das Positive an Bolivien. An Venezuela. Aber an Simon Bolivar. Ich werde die Verwechslung noch zwei, dreimal drin haben. Dass wir hier entsprechend uns verirren. Fertiger untätig. Was ist jetzt kaputt? Ach so, wir haben die große Feuerstelle. Ja, wir haben hier das ja fertiggestellt. Wir haben keinen Sirup mehr. Das ist schade. Aber wir können noch Getreide fürs Festmahl verwenden. Wichtig ist mir, dass das Festmahl hier durchläuft, um hier die entsprechende Wachstumsrate zu haben. Dann haben wir den Speerkämpfer um 20 Punkte geheilt. Ich möchte ihn noch eine Runde heilen. Das sollte auch funktionieren. Das Festmahl ist hier fertig. Wir bauen ein weiteres. Das ist, denke ich, alles im grünen Bereich. Die Werkstatt. Hat ihr Seil fertig? Nein, hat sie nicht. Ist auch teuer. Könnten wir mit Vermögen auffüllen. Mach nichts. Erstmal, er kommt zurück und ab dafür. Ein goldenes Zeitalter hat begonnen. Juhu, Freude, schöner Götterfunken. Wir haben 10 Züge lang Bonusprestige. Hauptsächlich, weil wir hier unten, müssen wir jetzt nicht grob drauf eingehen, die entsprechenden Bedingungen erfüllt haben. Erstmal geht der Speerkämpfer hier den Puma jagen. Das ist okay. Wo ist mein... Nein. Nur einer bitte. Du bleibst bitte hier, weil du musst hier dich erstmal hochheilen. Goldenes Zeitalter beginnt. Sehr gut. Da haben wir es auch nochmal. Bonus Prestige. Und ich denke, diesen Zug machen wir noch und dann sind wir in einem goldenen Zeitalter. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, die Streitkraft wurde geheilt. 20 Punkte. Und damit würde ich sagen, sind wir wieder ein Stück weiter. Der Ausbau ist geschritten. Wir haben den Löwen gejagt. Wir sind im goldenen Zeitalter. 9 Runden Bonus Prestige. Beim nächsten Mal wollen wir das nutzen. Wir sind im Holzdefizit, auch das habe ich im Blick. Auch da agieren wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann.